Auf der Gamescom 2023 konnte ich einige neue VR-Spiele testen. In diesem Video berichte ich euch davon, also bleibt dran! Mein Name ist Marco Budde, willkommen zurück hier bei MRTV, deinem YouTube-Kanal rund um VR und AR. Das erste Highlight, was ich auf der Gamescom antesten konnte, war Drop Dead The Cabin Home Invasion von Soul Assembly. Das bereits erhältliche Spiel bekommt in diesem Jahr ein Update für Mixed Reality. Somit könnt ihr dank der Quest 3 und der Quest Pro gegen Zombies kämpfen, die in eurem eigenen Wohnzimmer durch die Fenster oder Türen steigen. In Schwarz-Weiß ist es ebenfalls auf der Quest 2 möglich, das Spiel zu spielen. Der Spieletest hat technisch super funktioniert, wovon ich sehr beeindruckt war. Es muss sich lediglich zeigen, wie häufig man auf eine Highscore-Jagd gehen möchte. Home Invasion kommt als gratis Update für Drop Dead The Cabin. Positiv hat mir ebenfalls Vampire The Masquerade Justice von Fast Travel Games gefallen. In diesem Spiel hat man die Aufgabe, als Justice, einem Vampir aus dem Hakim-Clan, den Tod seines Erschaffers aufzuklären, und das in Venedig. In Stealth-Manier hat man mit einigen Fähigkeiten die Möglichkeit, kleine Rätsel zu lösen sowie die Gegner zu eliminieren, eben wie das ein Vampir so macht. Das Spiel kommt noch in 2023 raus, worauf ich mich sehr freue. Überraschend hat Toast Interactive, das Entwicklerstudio von Richie's Plank Experience, Max Mustard angekündigt. Anfang 2024 soll der Plattformer für VR erscheinen, welcher sehr an Lucky's Tale erinnert. Ich konnte das Spiel ebenfalls antesten und muss sagen, dass es zu großen Teilen wie eine Kopie von Lucky's Tale wirkt. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, jedoch fehlte mir in der Demo etwas Innovation. Ich bin sehr daran interessiert, das Spiel zu spielen, da dieses Genre super viel Spaß macht. Also bleibt gespannt, wie das finale Spiel dann sein wird. Die wirkliche Überraschung der Gamescom war allerdings ein geheimes Spiel, zu dem ich noch nichts sagen darf. Was ich jedoch verraten kann, es ist ein neues Genre eines bekannten Spielestudios, welches ich sofort spielen werde, sobald es erscheint. Mit Abstand ist dieses Spiel meine Nummer 1 auf der Gamescom gewesen. Tja, an dieser Stelle bleibt aber nur der Hinweis auf einen Cliffhanger und die Info, dass es sich nicht um GTA San Andreas handelt. Auch schön war ein neues Spiel von My Dearest VR, von denen Spiele wie beispielsweise Discronia gemacht wurden. Das Spiel war noch in einem frühen Stadium und auch hier darf ich nichts verraten. Ich bin gespannt, wie das gezeigte Spiel und dessen Konzept in der finalen Version dann aufgehen wird. Auch Hardware gab es zu sehen, wenngleich es sich nicht um eine VR-Brille handelt. Ich konnte die haptische Weste von OVO testen. Unterscheiden tut sich die Weste von anderen haptischen Systemen dadurch, dass sie nicht vibriert, sondern elektrische Impulse an den Körper sendet. Sie konnte mir an einigen Stellen des Oberkörpers durchaus starke Schmerzen bereiten, sodass sie mir sehr gut gefallen hat, natürlich im Kontext Immersion. Der Preis von $500 sowie die Notwendigkeit, die Weste auf der nackten Haut zu tragen, hat mich jedoch abgeschreckt. Wow! Stop! Stop! More, higher. Okay, it's enough. Okay, perfect. Wow. Wow, it hurts. Jetzt möchte ich wissen, welches Spiel hat euch am meisten interessiert und auf was habt ihr gewartet? Habt ihr auch vielleicht schon das Video, was ich auf dem englischen Kanal gemacht habe, über Arashi Castles of Sin gesehen? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.